Alles IE. Da bin ich ja mal gespannt, wenn sie auf der Stappenbach das dann auch alles haben. Ein bisschen Kalk und alles verbaut haben. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht. So, müssen wir da Vorsprung machen, oder? Die nächste. Ja, da geht schon ein bisschen Zeit drauf, wenn man mit 4 Jahren Zeitmod spielt, ja. Ein ganz anderes Spielen, ja. Naja. Kannst du bald sagen, Landwirtschaft extrem, ja, ey. Weil das ist ja nicht mal so, einfach mal so, ja, Felder bestellen, abernten, Felder bestellen, abernten. Jetzt musst du dich wirklich an Zeiten halten. Na guck mal, gut, ich weiß, dass du es schaffst. Macht das gleich ein bisschen mehr Spaß, muss ich sagen. Ich möchte gar nicht mehr ohne spielen. Weil das wird dann nach einer Weile, also langweilig wird es dann. Dass man seine Felder ja bestellt, ja, fertig, düngt, wachsen lässt, ja, ernten tut. Das musst du dich ein bisschen dran halten. Also, ja. Ich habe ja auf der Stappenbach, habe ich mir ein komplettes, ich glaube 10 Hektar, waren glaube 2 Felder zusammen, habe ich mit 10 Hektar eingebüßt, Mais, einfach so nicht geschafft zu ernten, Böf, von dort. Das geht dann mal ganz schnell. Naja. So, wie wird das Wetter jetzt den nächsten Tag? Wirklich. Oh, es wird jetzt im Sommer schön. So, mal ein bisschen Finger ziehen, ey. In der Besitzer kann ich nur. Wenn wir mal die Spanne reißen machen, dann dreht er nämlich für das Wetter durch.
Was ist? Ich wollte mal was gucken. Naja, 150 Straßen kostet der große Platz, ja, das finde ich cool. Da kannst du schön Zeug hinbauen. Ja, frei, muss es sein. Find ich nicht schlecht, haben sie gut überlegt. Was ist das hier? Das ist der Hof hier. Da kannst du sogar reinfahren. Musst du das besehen oder was? Ah, geile Sache, wir sind ja auch hier, das Hochwasserbecken. Ja, das füllt sich, wenn es regnet. Finde ich cool. Was haben wir denn alles so hier? Da kannst du ja richtig Grünkohlbauer werden hier. Cool gemacht. Bei der alten Version war das nämlich auch noch nicht. Vor allem die Preise hier, lohnt sich doch. Da lohnt sich doch jemand mal hinzustellen und die schlönt sich doch, dass man da oben mal Produktion anfängt. Aber immer schön Stück für Stück. Hühnerproduktion kann man auch machen, kostet aber 300.000. Kostet über 300.000 oder so. Das wäre noch eine Überlegung wert, eine Option. Aber da gibt es ordentlich Geld. So, müssen wir mal kurz aussetzen. Halt, ich muss mal was gucken. Oder das mit Tablet? Mit öffnen. Was hatte ich jetzt? Was bin ich verfällt? 17, ey. Ist das genau? Was brauchen wir? Das müsste passen. Müsste passen. Ja, Produktion. Wie war denn das? Ja, man. Das ist Gülle, hä? Gut, das mit den Müllsäcken siehst du nicht. Das ist nicht. Ja, man hat einiges zu tun. Man hat einiges zu tun. Stück für Stück.
So, da lasse ich jetzt die Bahn fallen, da fahre ich jetzt hier runter. Scheiße jetzt, aber ist egal, muss ich jetzt auch durch. Lasse ich die nächste wieder fallen und dann mache ich jetzt schon mal hinführen. Ja. Jetzt wollen wir mal bis auf den grünen Zweig kommen. Ja, machen wir jetzt hier das nächste. Muss ich da jetzt eigentlich in die Spur ziehen, ne? Ja. Bye.